von mir kursiert. So, da sind wir wieder. Fortfallen. Oh Mann. Ganz kurz, die Cam ist von der Pro wieder. Ist das nervig? So. So, wir sind wieder bei Alice. Es erwürg ihn einfach. Tot? Essen ist fertig. Ja, ich komme. Das war die Chance, ihn einfach zu erwürgen. Serviere das Essen. Noch eine Möglichkeit. Zum Beispiel ihn einfach erwürgen. Dem geht's ja gut. Vater des Jahres. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Ja, ich glaube, das war's selber, Kollege. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, das ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Yep. Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Yep. Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Na ja, klar. Die Schlange ist einfach abgehauen. Es hätte schön sein können. Könnte Familie haben. Aber nein! Mir war egal, wie ich mich fühle.
Ich habe alles getan, um sie glücklich zu machen, aber es war ja nicht genug. Ich war nicht gut genug für sie. So. Wir können praktisch aus unserem Programm ausbrechen. Ist die Programmierer so gewollt haben? Also von Alice, von Cover. Sie sollten das lassen, tat Alice. Du hältst dich das war eine dumme aus. Idee. Sonst bist du das. Alice! Daddy ist sehr wütend. Ja, was zu sehen, du Arschloch. Raus, Daddy! Das reicht jetzt! Lassen Sie sie! Was soll das denn werden? Leg die Waffe weg und mach, dass du rauskommst! Das ist dein Befehl! Nein! Lassen Sie sie in Ruhe! Was soll ich? Du kommandierst mich um? Was willst du tun? Du willst mich erschießen, wirklich? Du schießt auf einen Menschen! Du hast wohl ein Problem. Das sollten wir beheben. Aua! Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Was? Komm her, Miststück. Okay. Ja. Ja, was das für ein komischer Schnitt? Okay.
Das war heftig. Ich hätte auch stehen bleiben können, ne? Einfach. Dann wäre alles abgelaufen. Eventuell wäre es auch gar nicht so eskaliert. Aber wie viele Varianten es ja immer noch gibt. Wahnsinn. Wir haben das Ende, was 46% aller erreicht haben. 97% gehen auch nach oben. Beziehungsweise sind hochgegangen, weil natürlich fast, also 98% das Programm geknackt haben. Jetzt würde mich halt echt interessieren, was passiert, wenn wir es nicht knacken, ne? Das war bei weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's, lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Nicht die Vögel wieder ausschalten? Nö. Okay. Ich verstehe auch nie, warum der eine Jacke braucht. Ich meine, dem wird er nicht kalt, wa? Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Muss ich anrufen? Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, dein Android am Telefon war. Android? Marcus, nein, ich begleite dich. Oh, nein, nein, lass den mal lieber hier. Leo. Ah, sieh mal an. Vaters Plastikspielzeug. Leo. Was ist hier los? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an. Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus! Was, den verprügeln?
zu. Geh besser, bevor das Böse endet. Du schickst mich immer bloß weg. Warum, Dad? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding? Das reicht jetzt! Raus hier! Sofort! Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich! Lass ihn in Ruhe! Na los, zeig, was du kannst! Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich! Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon! Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Magst dich zu wehren, du blöder Arsch! Ganz vergessen, du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt's nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören und das wird keinen interessieren. Weißt du warum? Weil du nichts bist. Verstehst du? Du bist nichts. Nein. Weil kein Diagnosefinger oder so? Sind schwache Maschinen. Karl, nicht sterben, okay? Halten Sie durch. Nicht sterben. Denk dran, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du zu sein hast. Nein. Nein. Dad. Nein. Bitte. Das ist deine Schuld. Ohne dich wäre das nie passiert. Der Android. Es war der Android. Heult der Android? Dann habe ich jetzt schon wieder Charakter verloren. Okay, er hat beschuldigt. Nicht, Markus ist tot. Okay. Ach, die gelben Dinger. Ah, das sind Spielwänden. Tote. Okay, das macht überhaupt keinen Unterschied hier, ne? Na, Auswahl, ja. Aber eigentlich müsste dieses Spielwende-Symbol hier sein. Weil danach passiert immer dasselbe. Also gibt eh keine Entscheidung mehr. Na gut. Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Ja. Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Ja. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Okay.
Gut, dass man sich in jedem Spiegel in dem Spiel angucken kann. Das ist schon mal. Was macht denn dieser Junge jetzt schon wieder? What? Okay, wir haben irgendwas gesehen scheinbar. Und das Blut von Ortis, also vom Opfer. Was ist das? Software-Instabilität? Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung niedrig. Okay, also gelb ist noch niedrig. Modell HK400, Haushälter, Herstellungsdatum. Das ist 9 Jahre alt, ne? Eigentum von Carlos Ortiz. Brandflecken, wiederholte Markierung über 16 Monate verursacht durch Zigaretten. Ich dachte, die spüren keinen Schmerz. Schlagspuren nach kritisch, nicht kritisch Stufe 2, Schaden verursacht durch Baseballschläger. Multiple Einschläge. Hä? Ich sehe eine Instabilität in deinem Programm. Sie kann ein ungutes Gefühl auslösen. Wie Angst bei Menschen. Du bist beschädigt. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Sagen, du bist ein Mörder. Du weißt, dass du menschliches Leben unter keinen Umständen gefährden darfst. Hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Ja, noch ein bisschen Angst machen? Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Was? Was werden Sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Nein. Ich glaube, Sie wollen es nur verstehen. Dein Meister hat dich doch misshandelt. Es ist wieder zu niedrig. Schuld. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich? Ich kann nicht. Okay. Achtundzwanzig Stichwunden. Du wolltest wohl ganz sicher gehen, was? Hast du Wut verspürt? Hass? Ja, das müsste ja passen jetzt. Schon gut. Schon gut. Was ist langsam? Alles wird wieder in Ordnung kommen. Uwe, pass noch. Du lässt mir keine Wahl. Das, was wir schon mal gesehen haben.
Stachel. Ich hatte Speicherzugriff. Ich weiß, was passiert ist. Ich glaube, der tötet sich da selber. Scheiße. Was zur Hölle macht er? Er zerstört sich selbst. Stopp das, verdammt! Ich kann nicht! Ich kann es nicht stoppen! Das reicht jetzt! Du musst sofort damit aufhören! Was? Ach du Scheiße! Was? Was? Warum? Ups. Das heißt, ich hab gerade zum zweiten Mal getötet. Alter, what the fuck? Black Shame, you mind? Ich auch nicht. Ich war mir absolut sicher, dass er sich selbst zerstört, wenn wir rausgehen. Aber nicht, dass er uns mitreißt. Ja, mir geht's gut. Alles bestens, aber what? Hey, aber immerhin ist es 33% der Leute auch passiert. Alter, was war... Okay, das war hart. Wow. Das Auslesen vom Speicher war eigentlich, das war zu viel. Ich glaube, das Auslesen, wo steht denn das? Okay, ja, das Auslesen vom Speicher. Okay, es gibt noch eine andere Variante. Wenn wir nicht eingegriffen hätten. Aber wenn wir dann überlebt hätten, weiß ich nicht. Wow. Das war hart. Achso, wir sind wieder bei Alice, ne? Dieser Cover ist ja der Android. Das war schon heftig. Alter Schäde. Okay. Endstation. Ja, das ist mega. Ja, ihr müsst aussteigen. Das Spiel ist wirklich mega gut. Wach auf. Und man muss es definitiv mehr als einmal spielen. Schon jetzt. Ich habe Connor schon im Intro umgebracht. Ja, er ist halt vom Dach gefallen. Ja, und jetzt ist er nochmal gestorben. Ich nehme an, jetzt ist er definitiv komplett weg. Und es sieht auch mega gut aus. Fragen, ne? Bitte, wir wissen nicht wohin. Sie ist erschöpft und es regnet stark. Könnten wir einfach sitzen bleiben? Der Bus fährt jetzt zurück ins Depot. Ich kann leider nichts tun. Ja, ist meine erste Runde. Ich hab das Spiel gestern Abend fix gekauft. Ich habe mich schon ewig drauf gefreut. Mich echt gefreut, wie ein kleines Kind, als Epic Games gesagt hat, dass er sich den Deal gesichert haben. Ist alles okay?
Und ungefähr bis hierher kenne ich das Spiel schon. Das habe ich mir zum Release ein Let's Play angeguckt. Und dann war aber klar, ich muss das selber spielen. Ja, das wäre ganz nett. Komm, Alice, wir müssen uns beeilen. Aber spätestens in der zweiten Runde wird dann nicht mehr so schlimm, aber erstmal die Story so erleben. In einen Unterschlupf für die Nacht. Bürgersohn. Und abgeschmiert. Gucken, ob es nochmal wiederkommt. Na, das war's. So, können wir das Ganze uns gleich nochmal angucken hier. Ja, bis jetzt ist echt mega. Also wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, den Anfang kenne ich schon. So ungefähr bis jetzt, auch das Verhör kannte ich schon, aber nicht dieses Ende. Und ich habe dann gewusst, ich muss es einfach selber spielen. Aber wir haben das Spiel auch da, also bei uns in der Familie. Aber ich hasse diesen PlayStation-Controller. Ich komme mit dem Ding so null klar. Deswegen war ich sehr froh, als Epic Games angekündigt hat, dass es auf den PC kommt. Ha? Ich habe vor uns auch nochmal ein Video reingeguckt von dem PlayStation Let's Play, also vom Original. Und es ist auch ein bisschen hübscher geworden. Komm, Alice, wir müssen uns. Gerade was die FPS angeht. Wir sind wieder direkt hier. Okay. Was haben wir denn für Optionen? Am Bus können wir nachfragen. Da drüben, das scheint ein Hotel zu sein oder so. Wir müssen ja einfach drunter stellen. Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Ja, danke schön. Deine Hilfe. Komm mit, Alice. Was ist das hier? Du? Erstmal dahin. Waschsalon, können wir da rein? Ja, da scheint ja mehr oder weniger schon jemand drin zu schlafen, ne? Hier ist es warm. Dir geht's gleich besser. Kleidung zum Wechseln. Ohne Bienen in die Katastrophe. Was haben wir noch? Gossips Weekly Musikmeeting. Live-Konzerte erleben, ein Comeback. 10 Wege, ihrem Mann zu gefallen und ihn zu halten. Okay. Können wir mit dem reden? Der ist weggepennt. Ja, aber das sind doch seine Klamotten, oder? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wollen wir ihn wecken, wenn wir zum Beispiel dagegen rennen? Ja, ne? Okay, probieren's. Was machst du da? Die gehören nicht uns. Wir brauchen sie, Alice. Du brauchst etwas Warmes und ich muss diese Uniform loswerden. Okay. Dann nicht. Du hast recht. Wir tun es nicht, okay?
Ja, wir haben also immer noch die Wahl. Ja, dann müssen wir uns mal was anderes suchen. Komm schon, los. Wenn wir auch einfach hier bleiben könnten. Okay, wo können wir noch hin? Da drüben ist ein Motel. Es gibt drei Möglichkeiten, scheinbar. Grün. Ein Motel. Da haben wir unseren Schlafplatz. Okay, man lässt uns da nicht reinlaufen. Also nicht einfach so. Gehen wir nicht rein? Wir brauchen $40 und andere Kleidung für mich. Oder wir suchen weiter. Okay, Kleidung hätten wir ja. Aber $40? Und das Müllauto die ganze Zeit schon. Ein Unterschrift für den Nachpass auf Alice auf Kerze. Rückt in Alice ist doch neben mir, alles gut. Oh, spiel bitte nicht, komm. Ach man. Okay, das ist jetzt echt nervig. War bis vorhin eigentlich kein Problem. Ach man. Baldface Zoo? Ja, man. Fucking great. To this moment. I love it too. But the crash is, yeah, not this great. What do you say if this happened anymore or not? Sie waren lange. Okay. Wir sind hier. $40 oder Klamotten. Okay, da ist der Müllfahrer. Mal zum Müllfahrer gehen. Ich habe uns gar nicht gesehen. Nicht, dass die klar wegfahren. Vielleicht kann der uns ja helfen. Wo geht alles hin? Alles? Okay. Was ist das schon mit dem? SNES, weiß gar nicht, ob es dann da so viele gibt. Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht, wohin. Wo kommst du her? Ich weiß jemanden, der helfen kann. Das ist auf der anderen Seite der Stadt.
Wir brauchen jetzt etwas. War das der Müllmann? Komm mit, Alice. Danke für Ihre Reise mit Detroit Buses. Die Klappe. Auf den Bus gefahren. Dürfen wir über Rot gehen? Besser haben wir irgendwo drüben noch eine Unterschriftmöglichkeit, aber das sieht jetzt nicht so geil aus. Da, der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Okay. Warum sieht das aus wie Regal voller Mordwerkzeuge? Was willst du? Ich und ein Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Scheiße. Ein obdachloser Android? Das ist der Hammer. Also, das ist hier ein Supermarkt und nicht die Heilsarmee, okay? Haut ab, wenn ihr nichts kaufen wollt. Du bist ja nett. Oh, wir haben ja die Waffe. Aber oh, ich bezweifle, dass das Alice gefallen würde. Okay. Kann ich Alice? Oh, pass mal auf, ich hab eine Idee. Können wir Alice irgendwo sitzen lassen? In dem Waschsalon vielleicht? Dass sie nicht mitkriegt, was wir machen. Ich jetzt gehe, kommt die mit einer Art, komm mit dabei. Okay, dann gucken wir uns mal die letzte Möglichkeit an hier drüben. Ja, sehr toll klingt. Ja. Ja, das mit dem Überfall ist, gefällt mir nicht so. Das wäre sowas für ein alles falsch machen. Mann, habe ich so das Gefühl. Deswegen, ich kümmere mal die letzte Möglichkeit an hier. Hier vorne war noch was. Vorne irgendwie, wir kommen ja glaube ich irgendwie rein. Gesundheit.
Sie stellt sich bloß ins Dock, ne? Sieht verlassen aus. Oh, Spiel. Okay, die Szene scheint nicht gut zu laufen auf dem PC, habe ich so das Gefühl. Oh, das ist schlecht, ein bisschen nervig gerade. Ach man. Hoffe, Sie hatten einen guten Tag. Willkommen zurück. Meinst du, das liegt an der Tastatursteuerung? Müsste ich den Controller mal anschließen. Aber das macht da eigentlich keinen Unterschied, oder? Also ich bin der absolute Controller, der Gasteniker. Sieht verlassen aus. Halte Abstand, Alice. Ist das schön laut gewesen, oder? Mal gucken, wenn es nochmal abschmiert, schieße ich ihn mal schnell an. Der liegt hier, aber der ist nicht angeschlossen. Es ist schön trocken und niemand wird uns hier finden. Ich will da drin nicht schlafen. Können wir nicht woanders hin? Wo denn? Oh, okay. Göre. Wir suchen was Besseres. Okay, hier geht's ja noch irgendwo weiter, ne? Okay, ich schließe mal kurz vor an. Okay, ja. Moment. Ach, Mann. Schließ den mal vorher an. Erstmal den Controller hier rausfummeln und das Kabel hier. Das ist hier zwischen einer Million anderen Kabeln gefärscht. Fast geschafft. Oh, nur einen freien Slot finden. Leuchtest du, Controller? Ja, du leuchtest. So.
Kabel mal hier zwischen die Monitore durchmachen. Na klar. Jetzt tu deine Ordner. Lol. Vor allen Dingen, weil es eigentlich passt, ist der Marktordner. Sie waren lange Zeit. Schön, dass Sie wieder da sind. Hä? Nein! Oh! Die Tasten sind andersrum wie bei Nintendo. Ich dreh durch. Scheiße, bei Nintendo ist A auf der rechten Seite, hier bei Xbox ist es andersrum. Das geht mir jetzt schon um den Senkel, ne? Also bestätigen ist unten. Sie waren lange nicht hier, stimmt gar nicht, du Eule. Ach jawohl. Das lädt. Okay. Lauf ich, da gucke ich mich um, okay. Zum Teufel, aber. Ob irgendjemand weiß, was LB bedeutet. Jeder verstaubte Kontrolle. Mischstrom erzeugen? Geht ja bloß irgendwas, oder? Sieht verlassen aus. Okay, das ist mit da. Halte Abstand, Alice. Mit dem rechten Stick. Also ich wäre so untergehen, wenn der Quick da wie Welt kommt. Werden alle sterben. Es ist schön trocken und niemand wird uns hier finden. Ich will da drin nicht schlafen. Können wir nicht woanders hin? Okay. Wir suchen was Besseres. Hä? Nein, ich wollte mich umgucken. Wir suchen was Besseres. Wie scannt? Das ist Kamera. Das ist Scan. Ja. Aber der Controller hilft nicht. Scheiße. Ach, Spiel. Gut, dass ich schnell wegkomme jetzt hier. Aus der Szene, das scheint nicht so gut zu funktionieren. Ja, da spiel ich mit Maus und Tastatur weiter. Das ist echt widerlich. Ja. Macht sowas. Eigentlich. Oh nee. Okay, das ist jetzt echt ein bisschen nervig.
Naja. Ich lasse das mit dem Auto gleich. Ich will immer auf Shift rennen. Ein leerstehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Kara, mir gefällt es hier nicht. Die Klamotten darf ich doch nicht klauen. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Ja. Haben wir zum Glück von gerade schon mal gesehen. Ich bezweifle, dass das besser ausgeht wie der Überfall irgendwie. So ein bisschen. Oh. Wirklich? Dann gehst du wieder komplett zurück? Sei vorsichtig. Ich hab gerade echt überlegt, ob ich los lasse, um jetzt das Ding auf den Rücken zu knallen. Och, Spiel. Okay, das ist jetzt echt nervig. Guck mal kurz, ob es einen Fix gibt. Ja, er schreibt dem nicht. Hat er wirklich überhaupt nicht verdient. Es gibt einen Fix für den Crash beim Starten. Ein Treiber-Update könnte es geben, wenn ich den noch nicht drauf habe. Aber stimmt, der würde sich ja melden, ne? Ja klar. Entschuldigung. Er ist. Okay, dann können wir nur versuchen, da schnell durchzukommen jetzt. Okay. So, ich spiel's ja schon an. Mann, ey. Kann ich die Schere gleich mitnehmen? Warum kann ich nicht einfach sowas einstecken?
Ein leerstehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Kara, mir gefällt es hier nicht. Ich weiß. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Oh, weißt du, was funktionieren könnte? Fenstermodus. Das hatte ich bei Wolfenstein auch das Problem. Das ist ja dieselbe Grafik-Engine. Ich will mal kurz so. Oder das nervt mich gerade selber. Nicht in die Mitte vom Monitor zu gucken. Sei vorsichtig. Keine Sorge, wir sehen uns nur um. Er war nicht. Oh ja, lauf vorbei. Hätten wir da auch reingekonnt. Toller Android. Besucher. Ralph mag Besucher nicht. Grässlich nicht. Sie verletzen Ralph. Was die Menschen dir auch angetan haben, sie hatte nichts damit zu tun. Alle Menschen sind gemein. Doch Ralph lässt nicht zu, dass sie ihm wieder wehtun. Nein, nein, das werden sie nicht. Da, ich bin auch Android. Du brauchst keine Angst haben. Wir suchen nur einen Platz zum Schlafen. Besucher, hat sich beruhigt. Da. Das tun sie mit Ralph. Du brauchst keine Angst zu haben. Wir wollen dir bestimmt nichts tun. Der Fenstermode scheint auf jeden Fall davon zu helfen. Entschuldigt, Ralph. Ralph hat sich nicht immer unter Kontrolle. Manchmal lässt ihn die Angst schlimme Dinge tun. Ralph hat viel durchgemacht. Er hat Angst, dass die Menschen ihn werden. Ihr könnt bleiben, wenn ihr wollt. Ralph, tut euch nichts. Okay. Es ist nur für eine Nacht. Na kommt! 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 Na, kommt. Ich hätte vielleicht doch einen Laden überfallen sollen. Hier lang. Ralph lebt hier, seit er weggelaufen ist. Ralph geht nie nach draußen. Keiner weiß, dass er hier wohnt. Manchmal kommen Obdachlose, aber Ralph versteckt sich, bis sie wieder weg sind. Genau. Ich habe gerade gesehen, wie du dich versteckst. Macht es euch hier drin gemütlich. Ralph wird in das andere Zimmer gehen. Er würde gern noch bleiben. Aber er hat zu tun.
Was hat er zu tun? Es ist nur für heute Nacht, Alice. Morgen finden wir was Besseres. Gut. Mal sehen, wo du schlafen kannst. Setz dich, ich mache ein Feuer. In einem Haus. Kann ich Vollbildfenster machen? Sollte eigentlich helfen. Mit der Maus kann ich raus, also müsste das eigentlich passen. So, hoffen wir mal, dass es nicht mehr abschmiert. Okay, was haben wir hier? Eischhölzer? Bisschen Papier. Brauchen wir noch Holz, ne? Aber Kissen. Da kann man auch rein. Okay. Okay, ich will nicht mit ihm reden. Ich will doch nicht hochgehen. Wenn das 100 Pro übelst in die Hose geht. Schlafen. Ich habe alles versucht. Es ist dürftig, aber wenigstens ist es warm. Warum hat er mich nie geliebt? Warum war er immer wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß seine Familie. Ich wollte nur, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Ich weiß es nicht, Alice. Du verlässt mich nicht, oder? Versprich, dass du nie gehst. Versprochen. Bleiben wir zusammen? Für immer? Für immer. Jetzt schlaf schön.
keine Decke gefunden. Die Decke hätte ich bestimmt nach oben nehmen müssen. Weil das ist ein Android, was macht die jetzt? Okay. Was? Okay. Okay, nur 4% haben sich nicht dazugelegt. Das ist schon mal gut. Das hier wäre bestimmt die Pistole gewesen. 100% wäre das die Pistole gewesen. Das hätten klauen können, eventuell. Okay, das hätte keine Konsequenzen gehabt. Okay. Platz. Audioprozessor defekte Autodaten beschädigt. Beeinträchtigt Sicht, beschädigt Gedächtnispalast. Gut, dann nehme ich meine Platte ab sofort. Gedächtnispalast. Thyriumpumpen, Regulierer, alle Systeme im Energiesparmodus, defekt. Was gibt's noch? Linke und rechte Beinkomponente fehlt, stehen nicht möglich. Okay. Zustand funktionsfähig, kompatibel. Rechte Bein inkompatibel. Und warum sind die alle noch an, wenn die auf den Schrott schmeißen? Bei uns fähig. Thank you.
Okay. Ja, bin ja mal gespannt. Ja, unsere Analyse funktioniert auch nicht richtig. Warum schalten die denn hier aus, bevor die auf den Schrott schmeißen? So, gut, dass nicht läuft. Wo gehst du hin? Triumphum, regulärer Zustand, niedriges Energielevel, inkompatibel. Inkompatibel. Funktionsfähig, inkompatibel, okay. Was macht er da? Hallo. Warum schalten die nicht ab? Funktionsfähig, kompatibel, okay. Tut mir leid, aber wird gebraucht. Sie dürften jetzt wieder mehr Energie haben. Oh, die nicht mehr so. Scan geht immer noch nicht. Ich glaube, da brauchen wir die optische Einheit für bestimmt. Ja, da haben wir sie. Hallo, ich bin ein AK-700 Android. Mein Zweck ist, Ihnen zu dienen. Ich bin relativ neu. Hallo, ich bin ein AK-700 Android. Mein Zweck ist, Ihnen zu dienen. Mein Programm hat eine Anomalie festgestellt. Bitte
Bitte kontaktieren Sie das Cyberlife-Button-Center. Ja. Mach mal, gleich wenn wir weg sind. Okay, jetzt müssen wir wieder scannen können, ne? Und aber wie viele? Ich frage mich, ob ich den Audioprozessor hier noch finde. Aha, guck mal. Das wären ohne gegangen. Seid gedrückt. Das sieht halt echt gut aus, ne? Von der Optik her ist es echt mega. Komm, schrei schon. Oder ging es nicht? So, den ihre Antenne. Noch finden können. Wir werden ohne Audioprozessor gehen können, ne? Hätte dann wieder
Okay. Na gut. Zumindest spielt es mir nicht mehr ab. Na gut. Wer zum Teufel ist Amanda? Was ist das? Hä? Ist das ein Grafikfehler? Oder soll das so aussehen? Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Könnte so gewollt sein, oder? Okay, auf dem Zen Garden kann man nicht latschen. Wer sind denn da? Wieso lebst du wieder? Ich nehme an, da ist Amanda. Hallo, Amanda. Android, oder? Schön, dich zu sehen. Dein Vorgängermodell wurde leider zerstört. Er wusste, dass Abweichler unberechenbar sind, aber er war unversichert. Ach, deswegen. Ich hoffe, du machst nicht denselben Fehler. Das habe ich nicht vor. Wenn ein Connor-Modell zerstört wird, wird sein Speicher ins nächste Modell übertragen. Aber einige Daten können dabei verloren gehen. Vermeide eine Zerstörung. Das ist besser für dich. Ach so, also den können wir opfern, wie wir lustig sind. Ah, perfekt. Ich verstehe. Also jetzt, wir sind bei Modell 3. Ja. Herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Es gab Anzeichen auf ein Trauma nach Misshandlung durch seinen Besitzer. Als ob sein Originalprogramm vollständig überschrieben worden wäre. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Ich glaube, er ist reizbar und sozial eingeschränkt. Das stand faszinierend, hallo? Aber ich glaube auch, dass er ein guter Detective war. Ein interessanter Charakter. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Töten. Freundschaft anbahnen, gleich bin ich. Ich werde versuchen, eine Freundschaft aufzubauen. Wenn ich sein Vertrauen gewinne, wäre das hilfreich für die Untersuchung. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den Cyberlife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Führe die Untersuchung fort, wo der letzte Connor aufgehört hat, und mach dem ein Ende. Okay. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. So nach Leuten Anderson.
Du hast sicher einen Schock. Bleib einfach ruhig. Ja. Die Lage in der Arktis. Kannst du mir bitte etwas Wasser holen? Seit gestern ein russischer Flugzeugträger auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Es wurden einige Warnschüsse abgegeben, die jedoch bei keiner der beiden Parteien zu Schäden führten. Bitte sehr. Dennis Riggs, der Verteidigungsminister, sprach von einer nicht hinnehmbaren Provokation, die eine Antwort erfordert. Nicht mehr lange. Die angrenzenden Länder, insbesondere Schweden und Kanada, forderten den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie kein eine Zutritt ohne Autorisierung. Bisher gab es keinerlei Reaktion. Okay, wir müssen uns das anstellen. Wir informieren Sie im Minutentakt. Ich hätte eine Idee, wer der einzige Mensch hier ist. Na, Kollege. Guck mal, die alle gleich aussehen. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Okay. Ohne Scheiß. Hey. Die Scheißmaschine hätte alle da drin töten können. Was ist Lotze so? Dr. Reed, die Doktor, Detective Reed. Niemand. Ist er rumgedreht? Wissen? Anderson. Entschuldigung, wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Nett. Sollten wir aber eigentlich noch nicht hinsetzen. Jetzt wieder was zu lesen. Berühmter Detail, der Maler stirbt. Oh. Ivanov sagt nicht. Russland Präsident antwortet auf Warnung. Okay. Das haben wir im Fernsehen gesehen. Ne? Mit ihr reden vor? Okay. Oh, Hightower, hallo! Nicht mal sagen können, dass er mich mitspielt. Außenraum? Scheiße. Sieh mal da. Ein verdammter Geist. Sein Klon liegt auf der Müllkippe und heute Morgen, Überraschung, nimmt ein anderes Arschloch seinen Platz ein. Hallo, mein Name ist Connor.
Einen wie dich habe ich noch nie gesehen. Welches Modell? RK-800. Ich bin ein Prototyp. Ein Prototyp? Androiden-Detective. Also ersetzen uns jetzt Maschinen. Ist das so? Hey, bring mir einen Kaffee, Arschloch. Jetzt mach schon! Tut mir leid. Ich unterstehe lediglich Lieutenant Anderson. Oh, oh. Wenn ein Mensch dir einen Befehl gibt, führst du ihn aus. Kapiert? Halt dich von mir fern. Ich weiß, wer stirbt. Kommst du nicht so leicht davon. Mehreren Quellen zufolge hat CyberLife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Android-Hilfspolizisten eingesetzt, das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir baten CyberLife um einen Kommentar, doch niemand wollte unsere Fragen beantworten. Das erste Buch einer künstlichen Intelligenz wurde gerade veröffentlicht. Und sein Erfolg übertrifft alle Erwartungen. Träumen Menschen von tierischen Schafen steht an der Spitze der Bestsellerliste. Auch die Kritiker loben einhellig die gedankliche Tiefe und Originalität dieses Erstlingswerks. Erbaut von CyberLife analysierte die KI namens Voltaire monatelang in sozialen Netzwerken menschliche Interessen, bevor ihre komplexen Algorithmen den Roman schließlich erzeugten. Mehreren Experten zufolge wird es für menschliche Autoren schwierig, mit dem Prozess zu konkurrieren, sodass voraussichtlich die meisten Werke der kommenden Jahre von künstlicher Intelligenz stammen werden. Die haben soziale Netze analysiert, aber so ein Experiment gab es doch schon mal. Die sind rassistisch geworden, die Algorithmen, oder? War da nie was? Was glotzt du so? Ey, fick dich! Verdammter Android. Du bist ja nett. Ach, Spiel. Oh. Okay, das ist echt ultra nervig. Na los, mach ein Spiel. CyberLife, das Unternehmen, das mich hergestellt hat, führt gerade eine Nutzerumfrage durch. Möchten Sie teilnehmen? Toll! Es geht los. Würden Sie eine Beziehung mit einem Androiden eingehen, der menschlich aussieht? Glauben Sie, Technologie könnte zur Gefahr für die Menschheit werden? Hallo? Terminator nicht gesehen? Sie ziehen auf eine einsame Insel und können nur eine Sache mitnehmen. Was wäre das? Ja.
Die Konsole ist ja widerlich. Würden Sie sagen, Sie sind von Technologie abhängig? Auf welche Technologie freuen Sie sich besonders? Glauben Sie an einen Gott? Würden Sie einen Android Ihre Kinder betreuen lassen? Wie viel Zeit pro Tag verbringen Sie an einem elektronischen Gerät? Wenn Sie eine Notoperation bräuchten, dürfte dann eine Maschine die Operation durchführen? Ja. Wir sind wenigstens die besoffenen OP. Maschinen entwickeln eines Tages ein Bewusstsein? Hallo, Terminator. Du hast alle Terminator nicht gesehen, was? Schon wieder erkunden. Ich gehe nochmal zu dem netten Kollegen hier drüben. Scheiße. Sieh mal da. Ein verdammter Geist. Sein Klon liegt auf der Müllkippe und heute Morgen, Überraschung, nimmt ein anderes Arschloch seinen Platz ein. Hallo, Detective Reed. Einen wie dich habe ich noch nie gesehen. Welches Modell? Steht dick auf der Jacke. RK-800. Ich bin ein Prototyp. Ein Prototyp? Androiden-Detective. Also ersetzen uns jetzt Maschinen. Ist das so? Hey! Bring mir einen Kaffee, Arschloch. Jetzt mach schon! Tut mir leid. Ich unterstehe lediglich Lieutenant Anderson. Oh. Wenn ein Mensch dir einen Befehl gibt, führst du ihn aus. Kapiert? Halt dich von mir fern. Nächstes Mal kommst du nicht so leicht davon. Ich habe gerade so eine Seite aufgehabt, wie man Quests beheben soll. Voller Blödsinn. Weil nicht so viele Tabs offen haben. Mhm. Mehreren Quellen zufolge hat CyberLife die Polizei von Detroit mit einem neuen. Rauslassen?
Was ist das? Ist zwei Robots? Was da? Ey. Können wir den Observer rum? Zumindest haben sie schon gewischt. Das ist schon mal nicht schlecht. Mehr können wir schon aber nicht machen, außer verpackte Spiegel angucken. Ja, dann gehen wir mal zum Schreibtisch, wo der endlich da ist. Gibt's da was? Kann man nicht interagieren. Hey, da mich auch rein. Okay. Hallo, Lieutenant. Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Gott, gestern hattest du eine Kugel im Kopf. Mein Vorgänger wurde bedauerlicherweise zerstört. Aber Cyberlife übertrug seinen Speicher und schickt mich als Ersatz. Der Vorfall sollte die Untersuchung nicht behindern. Oh, Scheiße. Hank! In mein Büro! Was ist mit dir? Gehen. Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlife's Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen. Und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. Cyberlife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört, denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen und die ist eh schon dick wie ein scheiß Roman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, Scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese scheiß Dinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf, ich habe jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich, ich bin beschäftigt.
Ich freue mich sehr, im Team zu sein. Ich weiß nicht, ich mache die Tür hinter dir zu. Ja, war klar. Einen schönen Tag, Captain. Och, Mann. Okay. Dann werden wir erstmal was anderes spielen.